Jo, liebe Leute, und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mutant Year Zero. Ja, jetzt weiter hier hinten sind ja Gegner. Da müssen wir auf jeden Fall etwas vorsichtig sein. Wir müssen jetzt auch mal schauen, wie wir das so angehen werden, wegen dort weiterkommen. Weil das sieht auf jeden Fall nicht ohne aus, sagen wir es mal so. Wir tun das mal hier kurz aufteilen. Gather on the ship, my children. Your destiny awaits. Was ist das für ein Typ? Sektenjäger. Yeah! Hear my voice within your heads. The Ark calls you ghouls, but you are beautiful. You are children of the ancients. Da hinten habe ich gerade auch noch einen gesehen. Wir könnten ihn hier hochschicken. Ja, lass uns das mal machen. So. Zack. Wunderbar. Erstmal. Sie möchte ich jetzt erstmal wohin schaffen. Sie kommt hier hin. Das Schwein. Und dann würde ich sagen, einfach mal hier rüber so. Nein, doch nicht so. Schwein hier ran. Gut, wir planen dann jetzt gleich einen Angriff erstmal. Obwohl es halt vielleicht auch schlau wäre, den einen dort hinten wegzumachen. Das ist so das Ding. Einen Hinterhalt. So. Wir platzieren uns aber hier erstmal mit nur Überwachen, oder? Ich schau mal ganz kurz hier rüber. Wen würde er denn treffen können? Außer Reichweite. So alarmieren wir die direkt. Granate haben wir leider nicht mehr mit ihm. Wir könnten einen von denen wegkicken. Mit dieser einen Attacke. Dort müssen wir drüber. So. Da oben sind auch nochmal zwei. Ja, das wird auf jeden Fall schwierig. Dort oben haben die dann auch noch einen guten Vorteil uns gegenüber. Das hier werden wir bestimmt nicht mit dem ersten Versuch schaffen. Glaube ich nämlich nicht. Ehrlich gesagt. Machen wir ganz kurz hier rüber. Und ihn stellen wir mal ein auf Überwachen. Ihn stellen wir auch auf Überwachen ein. Und mit ihr feuern wir auf den Sektenpyro. Okay, wir legen los, würde ich sagen. Let's go. So, der Gegner ist am Zug. Who's got my back here? Ist daneben. Ich weiß ja leider nicht, was dieser Bruder Dobin, Bodin macht und so weiter. Dann kommt noch mehr. So, komm. Jawohl. Dich feuern wir mal. Und die Ente, kann die jetzt vielleicht jemanden hier abschießen? Nein, leider noch nicht so richtig. Zumindest nicht so die, die ich eigentlich weghaben möchte, aber nur gut. Wir schießen auf den dort.
Jawohl. Der Pyro ist wenigstens gleich weg. Was hat der da? What? Was ist das? Heilt das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. So. Nachladen hier. Der Pyro müsste vielleicht erstmal weg, würde ich sagen, oder? Obwohl der Marotte auch gefährlich ist. Aber ich würde sagen, der Pyro. Ja, kommt. Jawohl. Serves you right. Crush them. Wenn ich wüsste, was der Sektenjäger mit dem einen Heini dort macht. So, Schweini. Was machen wir mit dir? Ich würde sagen. Können wir das bisschen hoch machen? Nein, leider nicht. So. Dann sage ich jetzt einfach mal, wir feuern mit dem Schwein auf den dort. Jawohl, sogar mit kritischen Treffer direkt weggemacht. Marodeur konnte da schießen. Ich glaube nicht, das war doch einer mit Nahkampf, oder? Nee, der hat glaube ich eine kleine Waffe in der Hand. So, wir machen das mal dorthin. So. Wir haben auf jeden Fall auch eine Granate hier. Ich glaube, die wird jetzt hier nicht so viel bringen. Wir nehmen Überwachen hier noch mit ihr. So. Oh, Dachs. Okay, er hat das absorbiert. Jawohl. Oh, oh. Okay, jetzt weiß ich, was diese komische Stromfähigkeit macht. Die macht ihn stärker, als so wie es aussieht. Das heißt dann, der muss wohl jetzt erstmal als nächstes weg. So. Schweinchen. Dann müssen wir erstmal zu dir kommen. Was machen wir mit dir jetzt am besten? Auf den Sekten schlechter, würde ich vielleicht sagen. Erstmal drauf. Ja, lass uns mal auf den drauf. Ist der jetzt erstmal K.O. ist für ein paar Runden. So. Kritische Sache. Überwachen den wir hier, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das ist hier erstmal so das Beste mit. Nachladen hier. Und auch überwachen. Overwatch. So. Nein, noch daneben. Er auch daneben ist. So, dieser Bruder Bodin Zweck, ja, wenn er sie komplett daneben schießt. Das war der schlechteste Schuss, den ich jemals gesehen habe, glaube ich, gerade in dem Spiel hier. So, komm schon. Jawohl, der ist komplett weg. Sehr schön. Der Gegner ist am Zug. Ach du Schreck, Selma. Keine Munition in ausgerüsteter Waffe. Okay. Kurz nachladen das Teil hier.
Dieser Bruder Bodin, der ist auf jeden Fall gefährlich. Sehr gefährlich. So, wir machen mit ihr hier hin. Sie soll dort erstmal ein bisschen in Deckung bleiben. Er soll hier erstmal nachladen. So, wir müssen kurz zu Dax wechseln. So, diesen Bodin würden wir damit treffen. Okay, dann machen wir das mal. Jawohl, wir haben ihn auch gut getroffen. Und jetzt würde ich sagen, noch mit ihm auf den Sektenschlechter drauf. What you got? You're my stalker. Oh, oh. What? Ach du Scheiße. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Also da müssen wir, glaube ich, nochmal neu auf jeden Fall das so anfangen. Das schaffen wir nicht mehr so. Da würden wir jetzt so oder so drauf gehen. Ja, also das ist hier auf jeden Fall schon knifflig jetzt an der Stelle. Vor allem, wenn man halt meistens noch nicht weiß. Neue Kategorie ein Gegner. Was kann der? Was hat er drauf? Könnte dir sehr gefährlich werden? Ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall sehr gut aufpassen auf diesen Bruder Bormin, Bormin. No, Bormin heißt er bestimmt nicht, weil so heißt er unser Schwein schon. So. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Die Positionen waren ja schon gut verteilt, muss man sagen einfach. Die waren wirklich gut verteilt hier von unserem Team so. I got this. Cover me. So. Ich plane dann jetzt erstmal hier etwas Kleines. Ich weiß aber halt nicht, ob das funktioniert. Wir könnten mal probieren, hier diesen einen Typen, der hier immer einzeln so langsam langdapselt. Leise auszuschalten. Das wäre nämlich auch mal hier noch eine Möglichkeit, das alles hier so ein bisschen besser zu machen. Mist, Bormin. Ich möchte dir ganz kurz eine lautlose Waffe geben. So, jawohl. Kommt schon. Und Hinterhalt. Los geht's. Einmal drauf mit der vollgedämpften Pistole. Jetzt drauf hier mit dem lautlosen Ding. Daneben. Und jetzt duckst du. Komm schon, jawohl. Bitte triff aber auch. Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bye bye. You did it, kid. So, plündern. Hey, alle erstmal kurz sammeln hier. Jetzt würde ich sagen, tun wir ganz kurz ihm die Dings hier wegmachen wieder. Und geben ihm wieder diese andere Pistole. Und ihm könnten wir eigentlich mal dieses Gewehr geben. Ich bin mir aber damit halt nicht so hundertprozentig sicher. Ja, schwierige Sache. Handgranate tun wir mal bei ihm einpacken. Bei ihm auf jeden Fall auch hier irgendwas. Dann nehmen wir eine Molotow. So. Bei ihr tun wir mal nichts rein gerade.
würde ich vorschlagen, oder? Weil dann geben wir ihm auch noch hier einen Molotow, so. Weil er soll ja eh mehr so unser Tank werden. Er hält ja auch einfach mit am meisten aus und so ist das auch gedacht, ja, vom Spiel so ein bisschen. Meiner Meinung nach zumindest. Deine Gedanken sind sinnvoll. Gib mir deine Brain, so ich kann dich in die Salvation führen. Spread out. So, was haben wir denn hier oben? Wir schauen uns das mal hier leise an. Sektenjäger-Marodeur. Beiden sind dort. Okay. Oh, nein, jetzt kommt er auch noch hier entlang. Shit. Das gefällt mir jetzt noch nicht so gut. Weil ich glaube nämlich, ich habe gerade noch eine andere Möglichkeit gesehen. Ich muss aber mal dafür kurz auf die Zonenkarte schauen. Nein. Ich glaube, dann kann das nicht sein, was ich vermute. Weil ich glaube nämlich, dass ich... Duck, sei bitte leise. Dass ich nämlich gerade eben etwas gesehen habe, und zwar einen anderen Weg nochmal hier. Aber scheinbar kann das nicht sein. So. Hier entlang, na los. Komm schon. Gut. Alter Mann, mir folgen bitte. Hier entlang mal. Nein, hier liegt einfach nur Zeug. Okay, aber immerhin etwas. Ich weiß nicht, ob das nochmal klappen würde, wenn wir das jetzt so zur leise probieren. Wir könnten es natürlich probieren, aber die Sache ist, die klappt das. Dann gebe ich jetzt ihm nochmal hier ganz kurz diese geschallgedämpfte Waffe. So. Wartet hier bitte. Ach du Schreck, ach du Schreck, ach du Schreck. Hinterhalt. So, na los. Voll frei. So. Jetzt Feuer. Sehr schön. Der andere hat es nicht mitgekriegt. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So. Mutation. Bei ihm haben wir jetzt schon mal gut Punkte mehr hier. What? Ja, wow. Er sieht uns auch noch. Natürlich sieht er uns. Es geht nicht so weit, dass wir die Attacke hier vormachen, oder? Ich glaube ja. Komm schon. Jawohl. Der ist flachgelegt, so wie es aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen uns auch noch gesehen haben. Aber da würde ich sagen, wir positionieren uns alle mal ganz kurz hier schnell hin. Und tun dann leise einfach ausschalten. Weil der Schuss war ja laut. Ja. Ja. Die haben das weggekriegt. Ach du Schreck, ey. Okay. Wo ist dieser eine obere Ort? Da möchte ich gerne hoch. Warum geht das verdammt nochmal fast nie hier irgendwie? Jedes Mal, wenn ich sowas vorhabe.
weiß halt leider nicht, was ich falsch mache. So, Feuer. I did that. What do you think about that, huh? Vielleicht musst du da ganz genau vor der Leiter stehen und dann erst beim nächsten Zug das dort hoch machen. Ich weiß es leider halt echt nicht. Ich stelle mir mittlerweile immer mehr diese Frage jedes Mal. So, einmal hier hin. Und Reaktionsschuss. So, Bormin. Mit dir machen wir hier hin. Zack. Und machen so einen Schuss auf diesen Sektenpyro. Oder dieser Scheiß. Oh nein, der dort auch. Warum kann der das Molotow hier nicht runterwerfen? Doch jetzt geht das. Dann machen wir das. Los. Shit. So, Feuer. Dax, du musst hier raus. Das schicken wir mal hier rüber. Und du machst dann jetzt hier nur Überwachung. So. So, ihre Fähigkeit, diese spezielle. Möchte ich hier gerne nutzen. So, komm schon. Und Feuer. Be gone from here, demons! Dieser blöde Schuss von dem. What? Ja, okay, das ist so ein Sektenjäger, kann auch in so Salben schießen. So, wir machen hier hin kurz. Und Feuer frei. Sektenpyro, weg mit dem. Der Gegner ist dann zu. Und ich glaube, ich weiß, wie man das nochmal etwas besser machen hätte können. Einfach so hätten wir das machen müssen, dass wir die von zwei Seiten angreifen. Eine Person in dem Haus, eine hier oben und die andere vielleicht dort hinten oder so. Nur das hätte, glaube ich, hier mit hier oben nicht so richtig hingehauen. Das hätte man dann hier bitte besser machen müssen. Echt schwierige Sache hier. So. Wir machen das mal so. So.
So. Mit ihr retten wir erstmal Bormin, würde ich vorschlagen, vielleicht, ja. So. Let me patch you up. I'm okay. Wir schicken Baum wieder drunter. I will cleanse the evil that plagues your soul. Totally insane. So. Weg. Damn, I'm good. So, wie können wir das denn jetzt hier am besten machen, mal noch? Das Ding ist, der dort unten wird hundertprozentig irgendeinen der beiden jetzt gleich in der nächsten Runde hier platt machen. Wir haben hier hinten noch den anderen als Problem. Das heißt, wahrscheinlich sogar beide gehen drauf von unserem Team hier. Schwierig. Medikits haben wir halt nicht viele. Schwierig. Echt schwierig. Ich würde sagen, Leute, wir machen das so. Wir probieren das hier nochmal in der nächsten Folge. Wir kamen auf jeden Fall jetzt schon mal gut, so was diesen Weg etc. herausfinden angeht und so weiter. Und ich muss auch so sagen, umzingeln. Das ist das, glaube ich, das Beste hier vielleicht. Erstmal mit allen oben das dort wegmachen, so an Gegnern. Und danach, wenn man das dann gemacht hat, dort oben alles so weggemacht hat, vorsichtig, ohne dass die dort unten was bemerkt haben, aufteilen. Oben Dax oder unten Dax irgendwo, die Selma irgendwie halt so, dass man die umzingeln tut. Einer oben, einer in dem Haus, einer auf dieser Straße, so mehr offensiv. Das könnte mehr das Schwein machen. Ich würde sagen, wir machen da jetzt Schluss, Leute. Haut rein und tschüssi.